Hey, ich zeige dir Logos von Handy-Apps und du musst sie erraten. Merke dir deine Punktzahl. Als erstes zeige ich dir zwei Logos und du musst entscheiden, welches das echte Logo ist. Beginnen wir ganz einfach. Welches ist das richtige Facebook-Logo? Es ist dieses. Wie sieht es mit Twitter aus? Es ist das rechte. Als nächstes haben wir Instagram. Was meinst du? Hier haben wir es. Welches ist der Apple App Store? Dieses natürlich. Jetzt ist Slack an der Reihe. Welches ist es? Es ist das linke. Was sagst du zu Tinder? Kennst du das Logo? Das ist es. Play Store. Welche Farbanordnung ist korrekt? Hier stimmt alles. Das berühmte TikTok. Findest du das richtige Logo? Da ist es. Snapchat ist an der Reihe. Das linke ist das richtige. Wie sieht das Logo von Safari aus? Genau, das ist es. Wikipedia hat dich schon unzählige Male gerettet, aber achtest du auch auf das Logo, um das Richtige zu erkennen? Ja, es ist das mit dem großen A am Ende. Kennst du das Logo des Disney Channel? Das ist es. Ralph Lauren Logo. Was meinst du? Es ist dieses. Als nächstes Nescafé. Welches ist das korrekte Logo? Dieses hier. Hot Wheels ist die meistverkaufte Marke der Welt. Sie hat mehr Geld verdient als Lego oder Barbie. Ich wette, du hast auch ein paar Exemplare im Schrank stehen. Kennst du auch das richtige Logo? Es ist dieses. New Balance. Rechts oder links? Es ist das linke. Die Formel 1 ist eine in den 20ern in Europa entstandene Rennsportserie. Heute gastiert sie auf der ganzen Welt. Welches ist das korrekte Logo? Hier ist es. Am Tag, als Paul Van Doren sein erstes Vans-Geschäft eröffnete, hatte er nicht genug Wechselgeld da. Er erlaubte 12 Kunden, mit ihren Schuhen nach Hause zu gehen und bat sie, am nächsten Tag wiederzukommen, um zu bezahlen. Jeder einzelne Kunde kam zurück. Welches Logo ist das richtige? Das ist es. Hast du gewusst, dass Sour Patch Kids erst in den frühen 1970ern erfunden wurde? Trotzdem lieben wir sie, aber kennst du auch das Logo? Es ist dieses.
Und was ist mit dem Assassin's Creed Logo? Da haben wir es. Wenn du dir einen Tesla kaufen möchtest, habe ich hier zwei Optionen für dich. Welcher ist echt und welcher eine Fälschung? Natürlich, das ist der richtige. Wie sieht das echte Hallmark Channel Logo aus? Stimmt, so sieht's aus. Starlink ist die Internet-Satellitenanlage von SpaceX. Wie sieht das Logo aus? Das ist es. Kindheitserinnerungen. Die Sesamstraße gibt es seit 1969. Vermutlich haben schon deine Eltern diese Serie geschaut. Wir kennen sie nur zu gut, aber wie sieht das richtige Logo aus? Genau so natürlich. Welches ist das korrekte Calvin Klein Logo? Es ist dieses. Das ist eine sehr exklusive Automarke, der man nicht allzu oft begegnet. Und wie sieht das Logo aus? Dieses ist das Richtige. Ich weiß, getauschte Farben sind wirklich fies, aber es ist einer der beliebtesten Sender. Also versuche dein Glück. Yep, dieses Logo ist richtig. Welches Logo findest du an einem Mazda? Yep, dieses hier. Welches ist das korrekte Beats-Logo? Es ist das rechte. Hast du gewusst, dass Mountain Dew von derselben Firma wie Pepsi produziert wird? Trotzdem bleibt die Frage, welches Logo das richtige ist. Es ist dieses. Kennst du das richtige Armani-Logo? Da haben wir es. Vermutlich siehst du es ständig auf deinen Stiften, aber hast du je genau hingesehen? Welches ist das korrekte Logo? Das hier natürlich. UPS, rechts oder links? Es ist das Rechte. Amnesty International ist eine globale Menschenrechtsbewegung. Wie sieht das Logo aus? Es ist dieses. Findest du das korrekte Logo? Ja, das ist es. Wie sieht es mit Java aus? Findest du das Richtige? Dieses natürlich. Das amerikanische Unternehmen Boeing baut seit 1916 Flugzeuge und Ausrüstung. Der Fall ist knifflig, aber vielleicht kennst du das richtige Logo. Das ist es. Finde nun das korrekte Alfa Romeo Logo. Dieses ist es. Und was ist mit Slack? Kennst du dich aus? Da haben wir es. Was sagst du hier? Ja, das ist es. Ob du FIFA oder die Sims bevorzugst, dank Electronic Arts sieht deine Freizeitbeschäftigung fantastisch aus. Aber welches ist das richtige Logo? Das ist es.
Subaru ist eine japanische Marke, die bereits 68 Jahre alt ist. Wie viele Sterne hat das Logo? Einen großen und 5 kleine. Pinterest gibt es seit Dezember 2009 und ist damit älter als Instagram, Quora und Snapchat. Nach 12 Jahren erkennst du doch sicher das richtige Logo. Na Logo! Welches ist das korrekte LG-Logo? Dieses hier. Die Filme von Warner Brothers machen unser Leben so viel besser. Wie sieht das Logo aus? Das musst du doch wissen. Na selbstverständlich. Bist du ein Zocker? Wenn ja, musst du dieses hier kennen. Wenn nicht, rate einfach mal. Das ist es. Hattest du es richtig? Hasbro wurde 1923 von 3 Brüdern auf Rhode Island gegründet. Anfangs verkauften sie Schulmaterialien, heute vertreiben sie Spielsachen und Spiele. Welches ist das korrekte Logo? Es ist dieses hier. Zu einfach, das musst du wissen. Keine Frage, dieses hier. Kannst du hiermit etwas anfangen und weißt, welches das richtige Logo ist? Ja, da haben wir es. Konntest du dir schon das Meta-Logo merken? Das ist es. Gar nicht mal so schwer, oder? Welches ist das echte Dr. Pepper-Logo? Genau, es ist das rechte. Und was ist mit Prada? Erkennst du das richtige Logo? Das ist es. Costco-Logo. Dein Tipp? Korrekt, das ist es. Ich weiß, das nächste ist fast unmöglich, aber einen Versuch ist es ja wert. Vertraue deinem Bauch. Welches ist das richtige Logo? Hier haben wir es. Wenn du das wusstest, bist du ein wahrer Profi. Hey, na, bist du ein Markenexperte? Wähle das richtige Logo und erhalte einen Punkt für jede richtige Antwort. Level Kinderleicht. Beide Äpfel sind halb aufgegessen, aber welcher ist der richtige? Na, verstehe. Ich knabber Äpfel auch immer von dieser Seite an. Weißt du, welches davon das NASA-Logo ist? Aha, keine gelbe Farbe um das blaue Fleischbällchen. Verstanden. Ein kleiner Twitter-Vogel. Aber welcher? Yes, der auf der linken Seite sieht zu flauschig aus. Weißt du, wie das Rolex-Logo aussieht? Diese Krone sieht definitiv natürlicher aus. Das Krokodil auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Das ist hier die Frage. Richtig. Kein Wunder, dass ich dachte, das Krokodil links sieht etwas zu holprig für ein Poloshirt aus. Ich bin mir sicher, dass du das hier sofort erkennst. Und natürlich ist das echte Adidas-Logo auf der linken Seite.
Ich gebe dir keine Tipps, aber ich kenne die Antwort. Hab ich doch gesagt. Oh, das ist schwierig. Ich schau mal kurz in meinem Kleiderschrank nach. Oder ist das Schummeln? Pumas große Raubkatze springt nach links. Gut zu wissen. Irgendwas stimmt mit einem dieser Logos nicht, aber du musst es selbst rausfinden. Ja, Citroën hat 2, nicht 3 nach oben gerichtete Pfeile in seinem Logo. Ah, das ist einfach. Ich hatte keinerlei Zweifel. Ich schätze, du musst selbst waschen, um das richtige Logo für dieses Waschmittel zu kennen, oder? Also, oben grün, unten rot. Verstanden. Welches Logo kommt dir bekannt vor? Der berühmte Autohersteller hat sich für das erste Logo entschieden. Für mich sehen beide gut aus. Also, welches? Weniger rot, mehr blau. Alles klar. Level knifflig. Schade, dass ich eher Teetrinker bin. Dachte ich doch, dass das hier vertrauter aussieht. Ich bin zwar kein Experte für Gas und Öl, aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Und ich hatte recht. Das ist jetzt aber wirklich knifflig. Jetzt weiß ich, wie das Logo meiner Lieblingspizzeria aussieht. Kennst du das Logo dieses berühmten Elektronikunternehmens? Was ein Glückstreffer. Der Unterschied zwischen diesen Logos ist minimal, aber eines ist falsch. Das auf der linken Seite steht für den weltbekannten Software- und Computerhersteller. Coca-Cola oder Coca-Cola? Und die Antwort lautet Coca-Cola. Spaß, das erste Logo ist richtig. Ich bin mir sicher, dass du das richtig löst. Oh, ich dachte, dieses Logo wäre etwas geschwungener. Jetzt werden wir rausfinden, wie oft du MTV schaust. Ich glaube, ich hab's oft genug geschaut. Für mich sehen die gleich aus. Ah, jetzt sehe ich den Unterschied. Zu spät. Rot-Weiß-Blau gegen Rot-Weiß-Blau. Schwere Entscheidung. Wenn du das linke Logo gewählt hast, liegst du absolut richtig. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Kennst du die Antwort? Ich wusste, dass das Logo auf der rechten Seite richtig ist. Social Media Fans, nutzt eure Superkräfte!
Wer hätte das gedacht? Ich bin keine Insta-Person. Ha, den Dienst habe ich oft genug genutzt und kenne das Logo. Es ist das auf der linken Seite. Level verblüffend. Wow, das mit dem Verblüffen war kein Scherz. Okay, das richtige Logo ist das auf der linken Seite. Lagst du richtig? Machst du gerne kurze Videos und teilst sie? Dann musst du ja wissen, welches TikTok-Logo das richtige ist. Hast du das linke gewählt? Dann hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wie oft isst du Burger? Mal sehen. Scheint, als sollte ich mir mal öfter Burger gönnen. Oh nein, schon wieder Farben? Wow, das war schwierig. Ich sollte mir also die Farbe seiner Fliege merken? Anscheinend bin ich gut darin, Farben zu unterscheiden. War deine Vermutung richtig? Ich war schon dutzende Male bei Subway. Ich wusste aber nicht, dass ihr Logo so verwirrend sein kann. Das rechts. Meine Intuition hat mich nicht im Stich gelassen. Und jetzt soll ich mich zwischen zwei Blautönen entscheiden? Verrückt. Erst das dunklere Blau, dann das hellere. Das ist das richtige Logo. Das soll ja wohl ein Scherz sein. Das Logo auf der rechten Seite kam mir vertrauter vor. Kein Wunder, es ist ja auch das richtige Logo. Moment, unterscheiden die sich überhaupt? Ah, verstehe. Sie wollten die Antennen des Roboters so einfach wie möglich gestalten. Den Messenger benutze ich oft genug, um das richtige Logo zu kennen. Oh, hoppla. Ich war mir so sicher, dass es das linke ist. KFC und sein Logo. Kannst du dich erinnern, welches es ist? Es ist das linke Logo. Sieh dir die Schürze und die Streifen darauf an. Breite Streifen oder dünne? Das richtige Logo hat schmale Streifen. Uff, so viele Farben. Okay, ich habe geschummelt, indem ich das Google-Logo gegoogelt habe. So, bist du bereit zu sehen, wie gut du abgeschnitten hast? Los geht's. Wenn du 0 bis 13 Punkte hast, schenkst du Marken wahrscheinlich nicht viel Beachtung. Dir ist nur wichtig, wie gut es funktioniert. Wenn du zwischen 14 und 26 Punkten hast, kaufst du oft Markensachen. Aber du interessierst dich nicht genug dafür, um dir zu merken, wie ihre Logos aussehen. Wenn du 27 bis 39 Punkte hast, spielen Marken und Logos wahrscheinlich eine wichtige Rolle in deinem Leben. Außerdem hast du ein scharfes Auge und achtest auch auf kleinste Details. Glückwunsch! Okay, zuerst zeige ich dir zwei Logos. Das eine ist richtig, das andere ist falsch. Du musst nur sagen, welches Logo das richtige ist. Verstanden? Dann los! Welches ist das richtige Logo von Dior? Ja, natürlich, es ist das hier.
Als nächstes ist Universal Pictures dran. Welche Seite der Weltkugel nutzen Sie in Ihrem Logo? Dieser Globus ist der richtige. Wie sieht's mit den Beatles aus? Welches ist Ihr Logo? Richtig, es ist das hier. Weißt du, wie das richtige Logo von Victoria's Secret aussieht? Da ist es. Du weißt bestimmt, welches Logo Twitter hat. Natürlich, es ist das hier. Ein kleiner Tipp für dich. Es geht um das Baseballteam Chicago Cubs. Kennst du vielleicht das richtige Logo? Es ist das linke. Das ist jetzt auch schwieriger. Kennst du die Automarke Buick? Welches ist ihr Logo? Da ist es. Gut gemacht. Weiter geht's. Moncler. Welches wählst du? Das ist das Richtige. Was ist mit Tag Heuer, der Uhrenmarke? Es ist das Logo auf der rechten Seite. Finde das einzig wahre Logo der Dallas Mavericks. Es ist ganz sicher das linke. Sephora. In welche Richtung biegt es sich? In diese Richtung. Wikimedia. Wir alle nutzen es. Aber weißt du, wie das richtige Logo aussieht? Genauso. Kennst du das Logo der New England Patriots? Wie sieht das richtige Logo aus? Ja, es ist das hier. Als nächstes ist Columbia Pictures dran. Welchen Arm hebt sie hoch? Sie hebt ihren rechten Arm. Also ist das Logo auf der linken Seite korrekt. Okay. Jetzt wird's wieder schwieriger. International Monetary Fund. Welches Logo ist korrekt? Das hier. Lass uns jetzt die Aufgabe etwas ändern. Ich zeig dir Logos und du sagst mir das Unternehmen dazu. Glaubst du, du kennst dich in der Logo-Welt aus? Wir werden sehen. Hier ist das erste. Jeder weiß, wofür WB steht, oder? Sag es. Korrekt, es ist Warner Bros. Okay, hast du hierzu eine Idee? Ja, das ist Beats. Alles noch easy. Weiter geht's. Noch eine einfache Nummer für dich. Erkennst du es? Das ist Danone. Das ist schon etwas kniffliger, aber sehr bekannt. Erkennst du es? Marriott, eine Hotelkette. Was glaubst du, wofür dieser Kobalt steht? Er steht für die Boston Celtics im Logo, eine Basketballmannschaft. Okay. Hast du bei dem eine Idee? Das ist Cameo, eine App, mit der dir Prominente einen Gruß schicken können. Was ist mit dem hier? Das ist Bugatti. Das hier ist viel einfacher. Welche Marke ist das?
Das ist The North Face. Okay, hier habe ich noch eins für dich. Was sagst du dazu? Das ist Ocean Spray. Was glaubst du, wem der Drache gehört? Der gehört zu MSI. Das ist ein taiwanesisches Technologieunternehmen. Ja, das war schwierig, sorry. SF? Das steht für San Francisco, oder? Ja, aber nicht nur für die Stadt San Francisco. Genau, es ist das San Francisco 49ers Football Team. Und, kennst du das? Das ist Alpine, eine französische Marke für Rennwagen. Hast du zudem eine Idee? Ja, Zalando. Ein Haus, das auf dem Kopf steht. Interessant. Wem gehört es? The Neighborhood, eine Rockband. Das ist simpel, aber cool. Und wem gehört es? Vera Wang. Sie ist Modedesignerin und entwirft Hochzeitskleider. Kennst du dieses Logo? Das ist Matrix, eine professionelle Haarpflegemarke. Klingelt's bei diesem Bullen? Das sollte es. Das sind schließlich die Chicago Bulls, eines der berühmtesten Basketballteams. Kennst du diese Marke? Das ist Cetaphil. Das ist auch nicht einfacher. Aber es können ja nicht nur McDonald's-Logos sein, stimmt's? Unser Spiel wird auch noch kniffliger. Also, was sagst du zu dem hier? Das ist Escada, eine Marke für luxuriöse Kleidung. Was ist mit dem? Das sind die Los Angeles Angels. Sie spielen Baseball. Ja, sehr interessant. Ein breites O. Hast du eine Ahnung? Das ist Oakley. Sie stellen Sonnenbrillen und Sportausrüstung her. Was ist mit diesem Logo? Wem gehört es? Das gehört Sisley, einer französischen Luxus-Kosmetikmarke. Das ist wieder etwas schwieriger. Wer ist das? Das ist Purina. Sie stellen Katzenfutter her. Kennst du das hier? Das ist General Mills, ein Lebensmittelhersteller. L.A. irgendwas? Das sollte doch nicht so schwer sein. Los Angeles und dann? Das sind die Los Angeles Rams, ein Footballteam. Was hältst du von dem? Das gehört zu Macmillan Dictionary. Hast du eine Vermutung, wer hinter diesem Logo steckt? Evanescence, eine Musikband. Das ist eine sehr wichtige Organisation. Mal sehen, ob du sie kennst. Welche ist es? The Global Fund. Klingelt's? Das gehört Bon Jovi. Was ist mit diesem Logo?
Das sind Houston Texans, ein Footballteam. Wie steht's um dieses Logo? Fitbit. Hast du bei dem eine Ahnung? Das ist Strava, ein Internetdienst, über den du deine sportlichen Aktivitäten verfolgen kannst. Und was ist mit dem? Das ist die UNESCO, eine Organisation, die Frieden und Bildung fördert. Was glaubst du, wofür dieses G steht? Für Green Bay Packers, ein amerikanisches Footballteam aus Green Bay, Wisconsin. Weißt du, wem dieses Logo gehört? Es gehört HarperCollins. Das ist ein berühmter Buchverlag. Wem gehört wohl dieser Süße? Zu Waze, einer Navi-App. Also, das hier ist berühmt. Das sind natürlich die Philadelphia Eagles. Kennst du dieses Logo? Das ist Partners in Health, eine Organisation, die sich für starke Gesundheitssysteme einsetzt. Mein Respekt, wenn du das wusstest. Und bist du bereit für die kniffligen Aufgaben? Ich zeig dir einen Ausschnitt von einem bekannten Logo und du sagst mir, welches es ist. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Hier kommt der erste Ausschnitt. Hast du eine Ahnung? Das ist Tissot, eine Uhrenmarke. Erkennst du das? Yep, AC/DC, die Musikband. Woran denkst du bei dem? Das ist CeraVe. Noch eine einfache Aufgabe. Sag schon. Das ist Xiaomi. Erkennst du das hier? McLaren, ein britischer Autohersteller, der Sportwagen baut. Okay, das ist wieder einfach. Ich wette, du erkennst es. Jeder liebt Pringles. Okay, das sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Erkennst du es? Auch wenn du denkst, du kennst es nicht, kennst du es doch. Das ist Minecraft. Wie sieht's mit dem aus? Ich hoffe, du hast das Nintendo Switch-Logo erkannt. Jeder mag sie. Und was sind sie? Natürlich sind das Nerds. Okay, das ist wieder schwieriger. Was sagst du? Das ist die Tageszeitung The Washington Post. Eine weitere Marke, die du vermutlich kennst. Das ist Arizona. Okay, das ist jetzt nicht so bekannt. Aber vielleicht kennst du es trotzdem? Das ist die Bank of America. Das ist unmöglich. Aber im Unmöglichen liegt der Reiz, oder? Was sagst du dazu?
Wenn du das wusstest, hast du entweder ein fotografisches Gedächtnis oder du trinkst übermäßig viel Schweppes. Okay, hier ist noch ein Ausschnitt für dich. Erkennst du, was es ist? Das ist Chesters. So ein Süßer. Was sagst du zu ihm? Ja, natürlich. Könnt ihr erraten, welches dieser Logos Tinder gehört? Zwei davon sind Tinder-Swindler. Swipe nicht nach rechts oder links, denn das echte Logo ist das in der Mitte. Machen wir mit Logos der sozialen Medien weiter. Welches dieser Logos müsst ihr klicken, um Instagram zu öffnen? Das linke. Erinnert ihr euch an die alten Instagram-Logos? Die Linse war immer auf der linken Seite. Das Logo wurde 2016 geändert, aber der Punkt blieb an derselben Stelle wie in den alten Logos. Was ist mit Snapchat? Das ist einfach. Das Logo enthält keine Kopfhörer. Hey, wusstet ihr, dass Snapchat ursprünglich Peekaboo hieß? Naja, Boo ist genau das, was die lustige Kreatur auf dem Logo sagen würde. Hier kommt das Twitter-Logo. Das auf der rechten Seite ist echt. Der Vogel hat keinen weißen Punkt als Auge. Oh, hallo, what's up? Das habt ihr bestimmt erraten. Dieses ist echt. Welches ist das richtige Reddit-Logo? Schaut genau hin. Es ist das linke. Hier ein kleiner Fakt. Auf Reddit gibt es 2 Milliarden Kommentare. Die Website wird weltweit am 18. häufigsten aufgerufen, in Amerika am 7. häufigsten. Welches ist das Samsung-Logo? Die Zeit läuft. Es ist das rechte. Schaut euch den Buchstaben A an, dann versteht ihr's. Findet jetzt das echte HP-Logo. Es ist dieses. Habt ihr euch schon mal gefragt, wofür HP steht? Die Firma hat 2 Gründer, Bill Hewlett und David Packard. HP steht für ihre Nachnamen. Der Firmenname ist Hewlett-Packard. HP wurde 1939 gegründet. Damals war es üblich, die Initialen der Gründer für den Firmennamen zu verwenden. Was ist mit Android? Ja, das war etwas knifflig. Das rechte ist echt. Der Android hat keine Punkte auf den Antennen. Man sieht täglich Dutzende Logos, aber es kann schwierig sein, das Richtige zu erkennen, wenn man plötzlich gefragt wird. Erratet jetzt das richtige Google-Logo. Nicht googeln, es ist dieses. Glückwunsch, wenn ihr richtig geraten habt. Der Farbverlauf ist blau, rot, orange, blau, grün und rot. Dem Designer des berühmten Logos zufolge wollten sie Primärfarben nutzen, entschieden sich aber bei dem L für eine Sekundärfarbe. Das soll daran erinnern, dass Google nicht den Regeln folgt. Welches ist das echte Puma-Logo? Dieses hier. Der Puma springt von der rechten Seite. Als die Firma frisch gegründet war, hieß sie Ruder, aber später änderte man den Namen zu Puma. Der Name soll an Eigenschaften erinnern, die mit Pumas in Verbindung stehen, wie Stärke und Gewandtheit. Das richtige Logo von Lacoste ist, was meint ihr? Das auf der linken Seite. Das Krokodil hat nämlich keine weißen Punkte auf der Unterseite. Dieses berühmte Krokodil-Logo wurde 2018 kurzzeitig geändert. Man erlebt nicht jeden Tag, dass eine große Firma ihr Logo ändert. Der Grund war, dass sie die Aufmerksamkeit auf gefährdete Tierarten lenken und Geld dafür sammeln wollten. Die Firma ersetzte das Krokodil auf ihrer Kleidung mit 10 verschiedenen Tiersymbolen. Beispielsweise konnte man in Lacoste-Läden damals T-Shirts mit nördlichen Wieselmakis statt Krokodilen kaufen. Okay, Schokoladenfans, eure Zeit ist gekommen. Welches ist das echte Snickers-Logo? Das rechte. Wusstet ihr, dass Snickers in Großbritannien früher Marathon hießen?
Sie änderten den Namen erst 1990 zu Snickers, weil die Firma weltweit den gleichen Namen nutzen wollte. 2019 kehrte der Name Marathon als limitierte Version zurück. Sie war ein Nostalgie-Hit. Ich wette, dass es Leute gibt, die diese alten Snickers-Versionen haufenweise kauften, um sich in die Prä-1990er-Welt zurückzuversetzen. Dieser Schokoriegel bietet die Wahl zwischen zwei Seiten. Welches ist das echte Twix-Logo? Der Name Twix ist leicht auszusprechen, aber was bedeutet er? Er ist eine verkürzte Version von Twin Biscuit Sticks, auf Deutsch Zwillingskeksriegel. Die Worte Twin und Biggs wurden zusammengesetzt. Biggs ist britische Umgangssprache für Keks. Amerikaner kennen diese Kekse als Cookies, aber hier meinte ich nur die knusprige unterste Schicht. Was ist mit M&M's? Seid ihr ein echter Fan und erkennt das echte Logo sofort? Gut gemacht, es ist dieses. Wollt ihr einen interessanten M&M's-Fakt hören? Na klar. Vor Konzerten bat Van Halen für den Backstage-Bereich um eine Schüssel M&M's, aber ohne die braunen. Das ergibt sich aus seinem Welttour-Vertrag des Jahres 1982. Warnung, absolut keine braunen. Das steht unter dem Abschnitt Knabbereien des Vertrags. Noch ein Schokoriegel. Erkennt ihr das echte KitKat-Logo? Das linke ist echt. Habt ihr schon verschiedene KitKat-Geschmäcker probiert? Seit 2000 gab es über 200 limitierte Editionen und saisonale Geschmacksrichtungen. Die meisten davon gibt es in Japan, darunter Wasabi, Matcha-Tee und Sojasauce. Was ist mit Nutella? Erratet das echte Logo. Es ist dieses hier. Weltweit wird alle 2,5 Sekunden ein Glas Nutella verkauft. Es gibt sogar einen besonderen Tag, an dem sie gefeiert wird. Der Welt-Nutella-Tag findet seit 2007 jährlich am 5. Februar statt. Schöne Feiertage im Voraus. Welches ist das Pizza Hut-Logo? Also der Strich unter dem Namen sollte gelb sein und der Punkt über dem I grün. Welches ist das echte Domino's-Logo? Es ist das rechte. Was bedeutet dieses Logo? Reden wir bei einer Scheibe Pizza darüber. Oft wird angenommen, der Name stamme vom Domino-Spiel ab. Die drei Punkte symbolisieren die drei Restaurants, wo die Pizzamagie begann. Der Gründer plante ursprünglich, mit jeder neuen Filiale einen Punkt hinzuzufügen. Die Kette wuchs schneller, als er erwartet hatte. 2021 betrieb Domino's Pizza weltweit 18.848 Restaurants. Stellt euch nur vor, für jedes neue Restaurant würde ein Punkt hinzugefügt. Oh, und schaut euch das Logo nochmal an. Sieht es aus wie ein Pizzakarton oder nicht? Tut es. Das richtige Coca-Cola-Logo ist dieses. Ich kenne eine Geschichte eines ehemaligen Coca-Cola-Mitarbeiters. Der Sekretär wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt, weil er versuchte, die Handelsgeheimnisse des Unternehmens zu stehlen und Proben unveröffentlichter Produkte zu nehmen. Klingt wie ein Fernsehdrama, aber es geschah 2007 wirklich. Der Ex-Mitarbeiter versuchte, die Geheimnisse an Pepsi zu verkaufen. Aber Pepsi meldete das Ganze den Behörden, statt anzunehmen. Respekt! Finden wir das richtige Mercedes-Benz-Logo. Es ist das linke. Wusstet ihr, dass das erste Auto ein Mercedes war? Carl Benz erfand 1886 das erste benzinbetriebene Auto in Mannheim. Seine Frau Bertha Benz finanzierte seine Erfindung. Das Fahrzeug hieß Motorwagen. Es hatte 3 Räder. Erkennt ihr das echte Citroën-Symbol? Habe ich das richtig ausgesprochen? Es ist dieses mit den 2 umgedrehten Vs, nicht 3. Welches ist das richtige Jaguar-Logo? Das auf der rechten Seite. Ist es das rechte oder linke? Was meint ihr? Das richtige MTV-Logo ist dieses. Wenn ihr